Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Schlimmbags Podcast und ich melde mich heute aus dem Hotelzimmer in Bremerhaven. Und zwar ist es eine Art Mini-Burj Khalifa. Es ist so geil, es ist so... Es steht am Strand, hat so eine Art Segelform, ist aber ungefähr nur ein Zehntel so groß. Das heißt ein Zehntel, es hat halt irgendwie so 15 Stockwerke. Wie viel hat der Burj Khalifa? Keine Ahnung. Aber es ist trotzdem geil. Ich habe einen super geilen Blick hier über den Hafen von Bremerhaven oder einen Teil des Hafens. Und ich bin hier, um die komische Nacht zu spielen. Und ich war gestern dort am Start und es hat mega Spaß gemacht. Komische Nacht ist so ein Format, wo du 5 verschiedene Shows an einem Abend spielst, überall 25 Minuten. Du hast einen Tonmann dabei und dann checkst du weiter in die nächste Location und es war, ja, war cool. In der ersten Location war es noch ein bisschen mau, die Leute haben gerade noch so kamen gerade so vom Buffet zurück. Leider hatte ich auch keinen Monitor an, also Monitor ist so eine kleine Box, die auf der Bühne steht. Und wo man sich selber auch nochmal so hört, damit man ungefähr weiß, wie laut man ist. Und ja, der Tonmann hat mich gefragt, brauchst du einen Monitor? Und ich habe gesagt, ja, ein bisschen. Und dann habe ich mich halt dann doch nicht so gehört. Es war einfach von der Akustik, war es so, es war so ein Upturner, wo man sich das Gefühl hat, ach, ich glaube, ich spreche ein bisschen leiser. Das verhallt hier so ein bisschen im Raum. Und ich hätte einfach sagen sollen, ey, mach den Monitor noch ein bisschen lauter. Übrigens vielen Dank an der Stelle, Tim, mein Tonmann, den ganzen Abend. Super Job gemacht, aber ich habe mich einfach nicht getraut, so einfach zu sagen, kannst du den Monitor ein bisschen lauter machen, ich höre mich nicht. Weil ich wollte dem Publikum nicht das Gefühl geben, wir hätten keinen Soundcheck gemacht oder das sei unprofessionell oder wir wüssten nicht, was wir tun. Und ich finde es ein bisschen komisch, dann Soundcheck vor dem Publikum noch zu machen. Oder ich weiß es nicht. Habe mich unwohl dabei gefühlt, habe es dann deswegen auch nicht gemacht. Und er hat gemeint, ey, macht doch, ist doch scheißegal, komische Nacht. Jeder kommt in einen Raum, in dem er vorher noch nie war, weil ihr an 5 Locations an dem Abend seid und einfach in den Saal kommt und das Publikum hat schon 2 Comedians gesehen beispielsweise. Ist doch halb so wild. Aber ich habe dann trotzdem auf jeden Fall noch einen guten Auftritt hingelegt. Aber der Raum war einfach blöd. Zu hohe Decken, die Leute saßen viel zu weit vom Publikum das Publikum war zu weit von sich selbst entfernt. Ja, ihr müsst euch selbst ein bisschen mehr annähern. Ja, lass das zu. Nee, die saßen zu weit von der Bühne weg. Und wenn man da mit dem Publikum spricht, fühlt sich keiner angesprochen. Ist irgendwie so, Leute von der komischen Nacht, die Tische müssen näher an die Bühne ran, sonst kommt keine Atmosphäre auf. Viel besser war es dann in der zweiten Location, da war die Hölle los. Dritte Location auch mega, das war, in der zweiten Location waren glaube ich 210 Leute, direkt vom Hotel hier in Bremen, dieses, wie heißt es eigentlich, Atlantic Sea irgendwas Hotel. Da war unten im Saal, waren ungefähr 210 Leute, danach waren 240 Leute in einem sehr guten Saal, TIF heißt es, Theater am Fischmarkt oder sowas. Dann nochmal 80 in so einem Fischlokal und dann nochmal 80 in einem Café irgendwas. Und war so, also überall war proppe voll, aber man merkt dann immer schon bei der letzten Show, die Luft ist raus. Also jetzt nicht bei mir, ich hatte schon tierisch Bock, war auch ein Kumpel von mir da, der Genri hat mich besucht aus Bremen mit seiner Frau Christina. Und sorry, ich vergesse jedes Mal, wie sie heißt. Ich so, ja, also das hier ist übrigens Tim, das ist Gandhi und das ist... und sie guckt mich an und sagt, Christina. Sorry, es ist einfach so, meine Güte. Aber mein Gehirn war auch schon wirklich gelöscht. Ey, wenn du 5x 25 Minuten Comedy machst und überall das Gleiche und am Ende bekommst du dieses Feeling, dass du nicht mehr weißt, ob du hier in diesem Saal vor diesen Leuten nicht das schon gesagt hast. Weil du es ja schon 4-mal gemacht hast. Dein Gehirn fängt an, das alles zu vermischen. Du weißt nicht mehr, ob du nicht diesen Joke schon gespielt hast. Deswegen ist es ganz gut, so eine ziemlich safe Reihenfolge zu haben, wo man nicht durcheinander kommt. Also vor solchen Leuten zu improvisieren, ist ein bisschen riskant, weil man dann auf einmal in einer Stelle ankommt im Set, wo man sich denkt, habe ich das schon gemacht oder noch nicht? Lieber nicht. Und am Ende wird das ganze Ding ein bisschen unrund. Naja, auf jeden Fall hat super Spaß gemacht, danach mit Kennedy gequatscht. Der macht übrigens was Cooles, was habt ihr, wenn ihr mal auf meiner Seite geguckt habt, vor einem Jahr ungefähr. Der hat eine Firma, wo sie
Holz, also Holzfurnier von innen beleuchten. Hat auch ein Patent drauf angemeldet. Und das ist natürlich total geil. Die, damit statten die Bars aus, so Bartresen zum Beispiel oder Treppenhaus-Handläufe, die quasi aus allen möglichen Holzfurnieren, wo es von innen dann durchleuchtet. Und es gibt natürlich ein ganz geiles warmes Licht. Da gibt es auch Nachttischlampen, Deckenlampen und so weiter. Geile Firma, die heißt Wooden, also hölzern. Wooden Germany, guckt mal, machen coole Sachen. Und der hat mich gestern Abend besucht und wir haben nach dem Auftritt noch ein bisschen gequatscht und gelabert, ja, wie es so bei mir geht, was da so ansteht mit Erkan und Stefan. Und ich habe ihn gefragt, wie es halt bei ihm so läuft mit Wooden. Ja, und danach ins Bett, weil heute habe ich ja wieder 5 Auftritte. Heute bin ich ja in Paderborn und mache das Gleiche. Und das Verrückte war wirklich, ich bin ja gestern mit dem Zug dahin gefahren. Ich bin da, na, schlag mich tot, war 8:30 Uhr in den Zug gestiegen und 15:30 Uhr war ich dann in Bremerhaven. Boah, danach war ich echt gerädert und kam ins Hotelzimmer an und es war arschkalt. Nix hier Burj Khalifa. Das ist also wahrscheinlich genauso, wie es da auch ist, wenn die Klimaanlage auf 10 Grad minus stellen. So ungefähr war das hier auch, als ich ins Zimmer kam. Und dann merkte man, ah, die Hütte ist wohl doch schon irgendwie so in den 90ern gebaut und von der Technologie her geht schon keine Fußbodenheizung im Bad zum Beispiel oder die Heizung einfach, die Klimaanlage. Ich kenne mich mit manchen Klimaanlagenregelungen nicht aus. Da ist dann auf der einen Seite ist so ein Ventilatorsymbol und dann ist noch so ein Temperaturrad und bei manchen ist es so, wenn ich Ventilator einstelle, dann wird es kalt und bei Temperatur wird es warm. Und da habe ich einfach nur Temperatur eingestellt und dann kam aber erstmal eine halbe Stunde überhaupt nicht. Es blieb genauso kalt. Ich hätte halt das Gebläse noch dazu einstellen müssen. Sorry, ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Oh, das ist aber lecker. Fein. Ja, ich habe hier so einen Kapsel-Kaffeeautomaten im Hotelzimmer. Es ist 7:30 Uhr bei mir hier gerade. Ich weiß nicht, wie viel euch es bei Uhr ist im Augenblick. Ja, und was habe ich dann gemacht? Dann habe ich Idiot mich in die Badewanne gelegt. Was ich normalerweise nie mache, ich hasse es da so im eigenen Sud irgendwie davor, sich hinzuziehen. Ich glaube, Frauen baden gerne, Männer duschen einfach, oder? Und dann habe ich mich in die Badewanne gelegt, um mich aufzuwärmen. Und danach bin ich dann rüber zum Treffpunkt, Free Show. Und dann hat es mich so ganz komisch erwischt, so als wäre ich irgendwie, als würde ein Virus in mir hochkriechen. Und auf einmal wurde ich so ganz schwach und was für ein scheiß Feeling. Ich dachte, ich werde krank, bis ich festgestellt habe, ich habe doch wahrscheinlich, weil ich nie bade und meinen Körper so hochgeheizt habe, aber den ganzen Tag noch nichts getrunken habe, hat es mich so ein bisschen kreislaufmäßig gepackt. So dieses Feeling, wenn du denkst, oh shit, ich glaube, ich bekomme hier mega Magen-Darm oder ich habe gleich einen Zusammenbruch. Naja, dann habe ich ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und dann ging es dann so langsam wieder. Ganz lustig, gestern im Zug, Alter, war so ein Typ. Wenn der Zug schon langsam in den Bahnhof einfährt und alle Almans stehen schon so und wollen halt unbedingt sich schon mal in Position bringen, wenn sie dann nachher quasi als Erste an der Tür sind. Und dann stehen dann schon so 20 Leute im Zugabteil und der Zug braucht aber noch 8 bis 10 Minuten und die stehen da. Es ist so unfassbar. Es ist, ich glaube, so mega deutsch, oder? Ich warte dann immer, wirklich, ich warte, bis der Zug wirklich steht, nehme meine Sachen und gehe raus. Aber diese Leute, die da die ganze Zeit schon stehen, Entschuldigung. Es ist der Wahnsinn. Und da stand einer direkt neben mir und der guckt mich so an. Ich denke mir, fuck, was ist mit dem sein Auge passiert? Der hat da, das eine Auge sah normal aus und das andere Auge, sorry, das andere Auge sah aus wie so ein, als würde es fehlen. Als wäre da so. Als hätte er so eine leere Augenhöhle, so super creepy. Und in seiner leeren Augenhöhle liegt so ganz klein so ein Mini-Augapfel. Oh, das war so mies. Und ich gucke so, ich denke mir, der hat bestimmt gesehen, dass ich erschrecke. Und ey, dann fällt mir auf, der Dude hat ein normales Auge, aber der trägt ein Monokel. Was für ein Spast, oder? Der hat also so ein kleines Mini-Brillenglas
mit so einem Griff an der Seite und so einer hauchdünnen Goldkette. Irgendwie war das wohl mit irgendwie seinem, mit so einer kleinen Klammer an seinem Hemdkragen befestigt. So ein Monokel. Digga, ey, wie peinlich kann man sein, oder? Wie Hipster ist das mit Monokel? Wahrscheinlich hat er noch so eine Taschenuhr gehabt. Aber es war nicht mal ein Hipster, das war einfach so ein Typ, der es halt für sich so beschlossen hat, ja, das bin ich. Ich will aussehen wie der Typ, der ein Auge verloren hat und sich eine kleine Murmel da reingelegt hat und dann so einen seltsamen Glasrahmen davor aufgebaut. Es sah so scheiße aus. Ich meine, es gibt doch Leute, die extrem starke Brillengläser haben und dadurch werden die Augen mega groß oder eben mega klein. Und bei dem wurde halt sein Monokel kaschiert das Auge einfach so mega klein. Boah, fuck, sah das beschissen aus. Ey, wie Leute, wie, also ich verstehe es nicht. Und dann tut er dir auch noch sowas an, dass du dir das halt angucken musst. Und dann guckt dich so an, so wegen, cool, ne? Cool, wie ich aussehe mit meinem Monokel. So, da bin ich wieder, Leute. Sorry, ich musste einen Schluck Wasser trinken. Ich hatte einfach einen viel zu trockenen Hals, habe ich gemerkt. Und ich musste mich ständig räuspern. Und wenn man dazu einen Kaffee trinkt, das ist natürlich dann auch nicht besonders dienlich, weil Kaffee ja bekanntlich auch ein bisschen dehydriert. So, ich habe ein bisschen schlechtes Gefühl, dass ich hier zu laut spreche. Ich habe gestern die Zimmernachbarn ficken gehört. Ja, jetzt könnt ihr mich mal hören, ne? Ich finde es immer so geil, wenn nebenan richtig heftig geknattert wird und man denkt sich, soll ich jetzt rübergehen und mal anklopfen? So, hey, Ding Dong. Bilden Sie einen Satz mit Wakanda. Ding Dong, Wakanda sein. Es ist euer Zimmernachbar, der will mitficken. Nein, so wie in den schlechten Pornos, ganz normal, ne? Ah, da vögeln welche, da gehe ich doch mal mit dazu. Apropos Wakanda, ich habe jetzt zum, glaube ich, vierten Mal mir jetzt mit meinen Kids Black Panther angeguckt und ich weiß nicht, so mega gut finde ich den Film nicht. Ich mag die ganzen Avengers-Filme eigentlich schon sehr gut, aber so die absolute Killer-Offenbarung ist der Film jetzt auch nicht. Aber ist wahrscheinlich so ein Generationending. Es gibt Filme, die ich immer super fand, wo ich mir gedacht habe, die muss ich unbedingt mit den Kids angucken, wenn die alt genug sind. Das ist Pflicht. Und bei Star Wars funktioniert es komischerweise. Star Wars übersteht so den Test der Zeit so ein bisschen. Altert ganz gut und die Kids lieben Star Wars. Aber was überhaupt nicht funktioniert hat, wo ich mir sicher war, dass es super funktioniert, war Indiana Jones. Indiana Jones ist für mich so ein All-Time-Favorite gewesen, so ein Mega-Classic, wo man sagt, ja Mann, da kann man doch nicht ein Nein sagen dazu. Das ist das perfekte Package, oder? Lustige Sprüche, Abenteuer, bisschen Archäologie, bisschen Mystik, ihr wisst ja, was ich meine. Und ich sitze da mit meinem Sohn vorm Fernseher und er irgendwann so, Papa, ist es für dich okay, wenn ich wieder rübergehe, Fortnite spiele, Ehrenmann? Das hat den null interessiert. Das ging ihm einfach zu langsam, was da passiert ist. Das war einfach weder seine Welt, noch hat es ihn irgendwie interessiert und keine Ahnung. Da war ich echt enttäuscht. Meine kleine Seele blieb da komplett verletzt zurück. Und ich als so lächerlicher Indiana-Jones-Fan und eher so schulterzuckend verlässt den Raum. Seltsam, was Papa sich da für alte Leute Sachen anguckt. Komisch, ne? Also ich dachte mir, also zum Beispiel, es gibt immer so Filme, 8 Mile. 8 Mile möchte ich mir unbedingt mit den Kids angucken. Meine Tochter ist Eminem-Fan. Gut, sehr gut, habe ich alles richtig gemacht. Mittlerweile hört sie sich aber auch so Sachen an wie Led Zeppelin und Deep Purple, jetzt hat sie gerade von irgendeinem Klassenkameraden so eine Playlist bekommen mit so Classic-Rock-Sachen, die sie jetzt gerade so voll für sich entdeckt. Und dann ist auch so Zeug drauf wie Smoke on the Water und so weiter, wo ich mir denke, ey, das ist halt, das habe ich als Kind schon entdeckt, als, hey, das ist wahrscheinlich so die Einstiegsdroge, dieses einfache, was das auf der Gitarre so locker ein bisschen nachklampfen kannst und dich voll als Rocker fühlst. Und ja, jetzt mittlerweile hört sie Guns N' Roses, auch gut, Paradise City und so, also sie findet so langsam rein, die Musik, die Kids hören, ist ja so, fängt ja so von so scheiß Kinderliederzeug an, geht dann über so Kiddie-Bands
und die Fernsehtunes und dann irgendwann wird es echt, dieser Mumble-Rap im Augenblick, teilweise echt unerträgliche Scheiße. Sie war auf einem Nicki Minaj-Konzert, ihr erstes Live-Konzert. Ah, nee, Quatsch, Crow war sie auch schon mal. Und das hat sie wohl mega gefeiert, stand da in der ersten Reihe. Ich schätze, sie hat einfach die ganze Zeit einfach nur mitgefilmt und geschrien. Und ich stelle mir das so beschissen vor, wenn du auf der Bühne stehst und alle halten nur ihr Handy hoch und filmen deinen Auftritt. Unerträglich, oder? Also mich nervt es ja schon bei der Comedy, wenn da jemand mitfilmt und dann auch noch hochkant. Wobei ich dann zumindest weiß, okay, das wird dann nicht auf YouTube landen oder zumindest nicht in irgendeiner guten Qualität, weil hochkant gefilmt ist einfach echt armselig, oder? Ja, aber wie wird das wohl beim Erkan und Stefan Auftritt? Werden dann auch alle einfach nur mit dem Handy mitfilmen? Aber unser Auftritt ist ja auch, unsere Show wird ja nicht für Teenager gemacht. Das ist ja für die Fans von damals, die damals schon bei den Live-Auftritten waren oder gerne mal gekommen wären. Und es wird ja eher so eine Art Reminiszenz-Nostalgie, weißt du noch, Geschichte. Wir werden die besten Dinger von damals machen, ein paar neue Sachen mit dem Auge von heute nochmal drüber geben. Ein, zwei neue Songs. Also wir arbeiten übrigens an einem richtig guten Song. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und ja. Ja, Filme, die man mit den Kindern, Filme von damals, die man mit den Kindern noch angucken kann. Ein Film übrigens, der den Test der Zeit komplett überstanden hat und den ich immer wieder absolut feier, Back to the Future. Zurück in die Zukunft sieht heute noch genauso geil aus wie früher. Die Effekte sehen nicht billig aus. Die Story ist immer noch gut. Die Sprüche sind immer noch geil. Die Charaktere sind geil. Biff ist perfekt. Marty, der Doc, alles funktioniert. Man merkt ja auch, dass, Entschuldigung, dass so ein Doc Brown ja immer auch noch Vorbild ist für Characters wie Rick zum Beispiel von Rick und Morty und so weiter. Back to the Future hat super den Test der Zeit überstanden. Was es überhaupt nicht geschafft hat, ist Total Recall mit Arnold Schwarzenegger. Wie scheiße sieht das denn aus, oder? Ich habe den Film damals gefeiert. Das war für mich Science Fiction. Es war perfekt. Und du denkst dir, ja, geil. Und ich freue mich, den Film mal wieder anzugucken. Und dann hast das Gefühl, das spielt alles in einem Pappkartonset. Also sowas von schlecht. Also was ist da bitte los? Und leider ist das Remake mit Colin Farrell, Colin Farrell, Colin, Colin, Farrell? Auch nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, das ist halt dann schon wieder zu perfekt oder zu, ich weiß nicht. Total Recall kann man sich nicht mehr angucken. Vor allem sowieso nicht auf Deutsch. Also übrigens, Arnie-Filme sind alle im englischen Original zu gucken. Die sind so geil. Also wer es noch nie gemacht hat, ich finde es immer so ganz komisch. Bei mir ist natürlich auch so, dass ich viel Filme auf Englisch gucke, weil meine Frau einfach Amerikanerin ist und weil ich die Sprache auch spannend finde. Aber Arnie synchronisiert sich ja selbst nicht auf Deutsch. Ne? Das ist die englischen Originalversionen, wo dann sein schlechtes Österreicher-Englisch so richtig rauskommt. Und vor allem bei Filmen wie Running Man ist es mega geil, wenn dann so schlechte Wortspiele, so James Bond-artige Sprüche. Wenn James Bond jemanden umbringt, dann gibt es danach immer so einen coolen Spruch, ne? So lapidar irgendwas Gentleman-artiges dahingesagt. Und bei nicht bei Total Recall, bei Running Man macht Arnie das auch. Und zwar, wenn zum Beispiel Buzzsaw, wenn er der Typ, der ihn da mit der Kettensäge töten will, wenn er ihn dann quasi in zwei Hälften sägt, dann fragen sie ihn später, what happened to Buzzsaw? Und er sagt, he had to split. Es ist so schlecht. He had to split. Also, oder auch geil, den einen Typen, den ersticht er mit so einem Speer und er sagt zu ihm, why don't you stick around? Das ist Wahnsinn. Guckt euch unbedingt Running Man mit in englischen Originalton an. Arnie kann man nur feiern. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum die Amis ihn einfach so gekultet haben. Weil der Typ einfach, nicht nur weil er ein mega Ego hat und mega an sich arbeitet und einfach irgendwie auch geil aussieht. Nee, weil er einfach so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist. Das ist der Grund, warum Arnold Schwarzenegger so bekannt wurde. Nicht irgendwie, dass er der perfekte Schauspieler ist oder
Mega-Action-Hero. Ey, dafür gab es auch Stallone. Obwohl Rocky im Original brauchst du auch nicht an. Deutsches gleiche Synchronstimme übrigens. Also ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Rocky und Arnie, gleiche Synchronstimme. Und aber im Original klingt Rocky wirklich wie so ein Schlaganfall-Typ. Das ist so unfassbar. Der hat so, das hat so einen leichten italo-amerikanischen. So völlig strange. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Originalstimme von Sylvester Stallone ist oder ob das wirklich, ob er das für Rocky so macht. Ich bin kein Sylvester Stallone-Fan, obwohl ich ein Rocky-Poster bei mir an der Wand hängen hatte in meinem Kinderzimmer. Ich glaube, das war von Rocky 2, so, wo er einfach gerade Muskeln macht, so ein Bild hing bei mir an der Wand. Ja, aber ich hab nie seine Filme angeguckt. Ich habe zum Beispiel auch nie Rambo gesehen. Gibt es irgendwelche Stallone-Filme, die man sich unbedingt angucken muss? Mir war das Zeug einfach zu, ich weiß, oder man musste es damals auch im Kino ansehen und ich habe mein Geld dann eher für Komödien angeguckt, ausgegeben. Action-Komödien oder so Sachen wie Police Academy oder Auf dem Highway ist die Hölle los oder was habe ich damals im Kino gesehen? Ich habe sogar E.T. im Kino gesehen, ich habe Star Wars Episode, Moment, 5, also quasi das Imperium schlägt zurück, habe ich im Kino gesehen, Leute. Ja, Mann, das war geil. Ich habe der mit dem Wolf tanzt im Kino gesehen, da hatte der Film eine Pause. Da war plötzlich mittendrin eine Pause, man musste rausgehen und sich kurz die Beine vertreten und dann wurden wieder Filmrollen gewechselt. Ja. Ich weiß auch, nachdem ich Auf dem Highway ist die Hölle los gesehen habe, bin ich nur wheelie-fahrend mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Da war ich auf einmal voll der geile Verkehrsraudi danach. Filme, die man mit den Kindern unbedingt sehen muss. Vielleicht habt ihr Vorschläge, Filme, die Films who withstand the test of time. Jo. Ich gucke hier aus dem Fenster, suche verzweifelt nach Themen, wie ich euch unterhalten kann. Aber ist okay, oder? Na, wo sind denn meine Schlimmbecks-Poddy-Hörer? Wenn ich zu Hause bei mir aus dem Fenster gucke, habe ich einen Blick auf einen Spielplatz und da sieht man am Wochenende immer die Vetter, die komplett fertig mit ihren Babys oder mit ihren Kleinkindern dann da die Zeit verbringen und du merkst wirklich so von wegen, ich möchte mich einfach nur hinsetzen. Spiel halt. Spiel halt. Und die Kinder so, Papa, ich will rutschen. Und du denkst, nein, nicht schon wieder. Die Treppe hochhelfen, die Rutsche mit hochklettern, eventuell mit runterrutschen. Und vor allem jetzt im Augenblick ist die Rutsche ja noch einigermaßen kühl. Aber jeder kennt doch diese Rutschen, vielleicht auch aus der eigenen Kindheit, diese Metallrutschen, wo den ganzen Tag schon so 8 Stunden die Sonne drauf gebraten hat. Und dann musst du da drauf und du darfst die nicht anfassen, weil die ist so glühend heiß. Warum werden solche Rutschen gemacht, oder? Die sind so mega scheiß heiß. Wenn du die anfasst mit der Hand, da ist die Hand weg, da kannst du ein Ei drauf braten. Wenn du so ein Spiegelei auf diese Rutsche draufschlägst, das gibt das längste Spiegelei der Welt, also wenn du ein rohes Ei draufschlägst. Das zieht sich einmal komplett runter. Das längste Spiegelei der Welt. Diese Rutschen, die sind auch so, da kannst du nur hochlaufen mit Chucks oder mit Crocs. Alles andere ist komplett unmöglich, weil die Rutschfläche ist so spiegelglatt, du kommst nicht hoch, aber sie ist einfach glühend heiß. Und da siehst du da diese völlig übermüdeten, abgeschlagenen Väter, die da ihren völlig verzweifelt ihren Kindern beim Spielen zu gucken und sich denken, ich will doch einfach nur pennen. Aber es ist entspannend. Es gibt nichts Entspannenderes, als anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie sich abkämpfen. Ich habe übrigens zur Entspannung, wir haben uns den Kindern mal, kennt ihr noch diese, so, das sind Glaskugeln, wollte ich schon fast sagen, so aus Plexiglas, Plastikbälle und da innen drin ist so ein Kugellabyrinth und du kannst den halt in alle Himmelsrichtungen, also in alle Richtungen drehen und diese Kugel so langsam durch dieses Labyrinth durchrollen lassen. Das ist so eine Art Geduldsspiel. Früher gab es das habe ich mir damals unbedingt gewünscht, das war so ein
viereckiger Kasten und links war so ein Drehgriff und vorne war ein Drehgriff. Und innen drin war so ein Kugellabyrinth mit lauter Löchern. Und du musstest die Kugel da so ganz langsam an diesen Löchern vorbeirollen lassen, bis am Schluss in der letzten safen Ecke lag, vom Start quasi ins Ziel. Und ich habe das Ding echt gemeistert irgendwann. Hey, das waren die 80er, 90er Jahre Spielsachen. Ne? Bevor es den Gameboy gab, da gab es dann dieses Kugellabyrinth oder den Zauberwürfel. Und für was Geschicklichkeit anging oder Grips. Und ich hatte dieses Kugellabyrinth. Und jetzt gibt es auf einmal diesen Plexiglasball, diesen Perplexus heißen die, glaube ich, mit so einer Kugel drin. Und die musste halt über allerlei Kurven, abschüssige Bahnen, Holperpisten, musste den halt da durchsteuern. Und der fällt dir halt ständig runter. Und ich habe den bei mir ins Bad getan zu Hause. Der steht bei uns im Badezimmer neben dem Klo, so zur Entspannung. Um da quasi so, während du wartest, während du auf die Wurst wartest, sitzt du da und spielst mit diesem Ball. Und Leute, ich sag euch, das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe den eine Zeit lang einfach hingestellt, dachte mir, ist eine gute Idee. Ich habe es dann selber ein paar Mal funktioniert. Vergiss es! Es gibt nichts Stressigeres, als diese Kugel da durchzusteuern und zu hoffen, dass sie nicht runterfällt. Weil in jeder Situation zwickst du so den Arsch zu, alles, was da raus will, wird auf jeden Fall wieder hochgezogen. Da geht gar nichts. Also es gibt nichts Unentspannendes, als den Perplexus-Ball auf dem Klo zu haben. Wenn du Verdauungsschwierigkeiten hast, dann such dir was anderes. Dann leg dir ein Witzbuch. Ja, oder hör meinen Podcast, wenn ihr überhaupt lachen könnt dabei. Aber ein Witzbuch am Klo ist okay. Wenn du lachst, das ist perfekt, um zu kacken. Ich glaube, deswegen liegen so viele Witzbücher auf Toiletten rum, oder? Oder so diese Klobücher. Wir haben mit Erko und Stefan übrigens auch ein Toilettenliteratur gemacht. So wie das Otto-Buch damals, wisst ihr schon, oder? So ein Buch, Otto-Buch, wisst ihr schon? Ich habe gar keine Ahnung, wie alt ihr überhaupt seid. Aber Otto, wisst ihr, der Typ von den sieben Zwergen, der hat früher auch ein Buch gemacht mit auf jeder Seite einen neuen Joke. Harry Hirsch oder Susi und ihr Föhn oder irgendwelche Zeichnungen mit den Ottifanten. Ich habe die als Kind, habe ich die ja total konsumiert. Ich habe das Buch sogar teilweise in Auszügen nachgezeichnet. Und so in dem Stil haben wir auch ein Erkan und Stefan Buch gemacht. Das Krassbuch. Klassische Toilettenliteratur. Bisschen zu groß vielleicht, DIN A4. Und auf jeder Seite Comics, Fotos, Bastelanleitungen. Krasse Sachen. Fahndungsfotos. Naja, auf jeden Fall, das ist gut. Lachen hilft beim Kacken. Das sollte man mal eine Comedy-Show machen. Nee, ist ein bisschen schwierig. Es wird, glaube ich, ein bisschen schwer. Aber man sollte vielleicht auf Toiletten statt Musik sollte man Comedy-Tapes abspielen. Wie geil wäre das, oder? Und dann bei den Lachern kann man dann immer schön abseilen, damit man es dann nicht hört, oder? Oder dann spülen. Das wäre doch mein Vorschlag an die Menschheit. Wie lange bin ich schon? Ich glaube, ich habe schon fast eine halbe Stunde, oder? Ja, Ehre, ne? Ehre hier. Hashtag Ehrenpapa. Ich glaube, ich nenne mein neues Programm Ehrenpapa. Ich habe übrigens, Leute, okay, ich habe mich vor einem Jahr oder so, nee, Quatsch, ey, es war schon 2017, Oktober, vor 1,5 Jahren habe ich mich mal mit Amazon Prime getroffen und gesagt, Leute, was haltet ihr denn mit von Comedy auf Amazon? Netflix macht das ohne Ende. Was ist mit euch? Ja, können wir uns nicht vorstellen. Was meint ihr denn? Wen könnte man denn da nehmen? Mario Barth vielleicht? So, hey Leute, ey, es gibt so viele Comedians, die nicht so groß sind und nicht so bekannt sind, die aber mega gut sind. Lass uns doch mal was machen, so ein kleines Format. Ich kenne die alle. Wir bauen da was Schönes zusammen auf Amazon Prime. Und jetzt habe ich einfach nochmal nachgehakt, habe gefragt, wie ist es denn mit euch, Leute? Wie sieht es denn aus? Habt ihr Bock? Habt ihr darüber nachgedacht? Habt ihr euch mit dem Thema angefreundet? Netflix legt immer mehr nach, ne? Comedy Central macht. Aber die meisten kommen auch nur auf die Usual Suspects, die man halt so sowieso schon aus dem Fernsehen kennt. Man muss sich eh mit der Situation auseinandersetzen. Man braucht halt jemanden, der sich auch auskennt in der Szene. Und dann antwortet der mir und sagt: Ja, wir machen da jetzt was. Wir machen da jetzt was mit sechs verschiedenen Comedians. So 45-minütige Formate. Aber ich sag dir dann, also wenn dann die Pressemeldung rausgeht, dann sage ich dir dann, wer das ist.
Sag mal, hey, was bitte? Ich kam damals mit der Idee zu euch und ihr lasst es ewig liegen und dann macht ihr es selber und meldet euch nicht mal bei mir und ich bin nicht mal einer von den sechs. Also dafür hasse ich einfach die Medienbranche, oder? Wie uncool ist das? Also kann ja sein, dass sie sagen, ich finde das jetzt nicht so. Ich will andere Comedians, die man halt so kennt. Aber ey, komm, oder? Der Typ von Erkan und Stefan. Vor allem gesehen haben sie mich ja nie, weil bei meinem Auftritt wahnsinnig. Also was? Wahrscheinlich gehen sie halt nur wieder nach irgendwelchen Namen, die man halt so kennt oder die ihnen halt vorgeschlagen werden. Also die Kollegen, die von Amazon Prime genommen wurden, herzlichen Glückwunsch, freut mich tierisch für euch. Macht was draus. Das ist auf jeden Fall eine super Chance. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache es jetzt einfach selber. Oder? Ich zeichne jetzt einfach selber mein eigenes Special auf. Werde ich irgendwann diesen Sommer machen. Da suche ich noch eine gute Location. Ich hoffe, dass dann auch genügend Leute kommen, dass der Saal schön voll wird. Da sage ich euch dann Bescheid, wann und wo. Werde auch auf jeden Fall eine Menge Freikarten raushauen. Und dann hoffe ich, dass ihr alle kommt und wir die Bude zum Rocken bringen. Wer meinen Podcast anhört, ist mit Sicherheit auch ein Fan von mir. Und ich lade euch alle ein. Wir zeichnen ein richtig geiles Comedy-Special auf mit 4 bis 5 Kameras. Ich glaube, ich habe auch schon jemanden, der es macht. Ich habe ein ganz gutes Angebot. Und dann ziehen wir das Ding durch und dann lade ich es selber hoch. Oder? Warum soll man denn zu so einem. Warum soll jemand. Solche Leute wie Amazon, ne? Die beauftragen ja was. Die machen das aber immer nur mit einem sogenannten Aggregator. Das heißt, weil die produzieren es nicht selber. Die suchen sich einen Produzenten. Das wäre in dem Fall, wäre es halt ich gewesen. Aber das war damals das Problem. Ich bin keine Produktionsfirma, mit der die schon einen Deal haben. Die gehen dann halt zu Filmen hin wie Konstantin oder whatever. Weil diese Verträge, was die ganzen Rechte angeht und die Verwertungsrechte und Nutzungsrechte und für wie lang und in welchen Regionen darf es dann ausgestrahlt werden, das Zeug ist alles kompliziert. Und da brauchst du eine Anwaltskanzlei, die dir einen teuren, teuren Vertrag aushandelt mit denen. Und deswegen arbeiten die eigentlich nur mit Leuten zusammen, mit denen sie schon zusammengearbeitet haben. Es ist natürlich eine tolle Voraussetzung für zukunftsweisende, moderne, lockere Projekte mit jungen Produktionsfirmen. Aber so ist es halt nun mal. Oder eben, es gibt irgendwie einen Deal mit einer Produktionsfirma. In der Regel halt mit Verleihern, ne? Also als kleine Produktionsfirma machst du einen Deal mit einem Fernsehproduzenten oder Kinoproduzenten und der hat dann schon halt den Deal mit Amazon oder Netflix. Aber am Ende bleibt halt für dich nichts übrig und die Rechte sind weg. Und das Geile ist, und das hat mir der Douglas Stahl der The Office produziert hat, erzählt, der hat seinen Film selbst auf Amazon Prime hochgeladen und das geht und jeder kann das machen. Du musst natürlich du musst natürlich die Qualitätskriterien erfüllen. Aber das ist ja das Wenigste. Das kann jeder noch stemmen. Da müssen keine Anwälte dabei sein. Da kannst du sagen, okay, das wird einfach in der Framerate produziert, das wird in der und der Auflösung produziert. Es müssen Untertitel mit dabei sein, zumindest in Deutsch. Ich würde sogar vielleicht auch auf Englisch mitmachen. Und dann wird das Ding hochgeladen. Und das Geile an der Konstellation ist, du behältst deine Rechte. Du kannst es nebenbei auch auf YouTube hochladen, du kannst es nebenbei auch auf Netflix kannst es nicht hochladen. Die sind dann noch ein bisschen komplizierter. Aber Amazon ist wirklich eine coole Option für Produzenten, würde ich euch jetzt schon so raten. Und ich werde das Ding jetzt einfach durchziehen und dann habe ich schon die Erfahrung und dann, wer möchte, kann sich bei mir melden. Und dann ballern wir euer Comedy-Special auf Amazon hoch, Leute. Und dann können sich die Leute angucken. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Chance für Comedians dort gesehen zu werden. YouTube ist ja schon ganz nett, aber auf Amazon, da guckst du vielleicht das Special von dem Comedian an und von dem. Und dann wird dir im Zweifel dann auch vielleicht auch das vom Schlimbeck, vom Schlimbonator, vom Simbonator, vom Schlimmboss von mir vorgeschlagen. Und ja, da hoffe ich drauf, dass es funktioniert. Also diesen Sommer wird es passieren. Wer da auch noch mit am Start sein möchte, vielleicht als Sponsor oder als Opener oder whatevs, whatever oder was auch immer, der soll sich doch bitte bei mir melden. Wir machen was.
es passiert was in der deutschen Comedy-Branche. YouTube scheiß drauf. Natürlich zahlt Amazon Prime jetzt nicht so wahnsinnig viel Kohle für eine Stunde Stream. Die zahlen für pro gestreamter Stunde, zahlen die, glaube ich, 5 Cent, wenn ich mich nicht irre. Also reich wirst du davon überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist wirklich so eine Art, ich investiere was, aber es ist eine bessere Werbung als irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich kannst du auch für YouTube-Streams Werbung ausgeben, aber es ist ja dann doch Werbung, es ist dann bezahlter Content. Und auf Amazon bezahle ich halt meine Produktion und wenn ich ein bisschen Glück habe, dann bekomme ich durch die Streams das Ding wieder rein. Im Zweifel habe ich drauf gezahlt, aber mein Ding ist auf Amazon und das ist doch, glaube ich, das Coole. Man ist sichtbar und dafür werde ich es tun und ich hoffe, ich bekomme euren Support dafür. Ich glaube, Hartig Timepieces will mich schon damit unterstützen. Das haben die schon so anklingen lassen. Dann ist man dann quasi als Co-Produzent mit am Start. Wie cool. Ich meine, ich kann da keine Werbung im Hintergrund haben. Das geht gar nicht auf Amazon. Aber zumindest als Co-Produzent sind die dann quasi dann zu sehen. Und sowas finde ich immer eine ganz coole Möglichkeit. Genauso wie auch hier den Podcast zu supporten. Mit einfach nur, ich erwähne euch, ich bedanke mich für euren Support. Danke an Hartig Timepieces. Geht auf die Seite hartig-timepieces.com und gebt bei, wenn ihr beim Checkout, wenn ihr auf der Suche nach einer coolen Uhr seid, dann könnt ihr beim Checkout den Code Schlimmbeck eingeben und bekommt 15% Nachlass auf eure schicke Uhr. Das ist doch nicht schlecht, oder? Also vielen Dank an Hartig Timepieces. Vielen Dank auch an Douglas Stahl, der mich supportet. Danke auch an Ben Schlimbeck. Danke an Alexander van Laak, der aus Fürstenfeldbruck, der auch die Comedy Lounge Fürstenfeldbruck supportet. Da sind wir im April mit Jochen Prang. Jacqueline Feldmann wird kommen und es wird Ingrid Wenzel kommt, die übrigens auch Cartoons macht. Folgt Ingrid Wenzel mal auf Instagram. Wenzelgram heißt ihre Seite. Oder Jochen Prang natürlich, Jochen Prang auf Instagram oder Jacqueline Feldmann natürlich. Alle haben coole Instagram-Seiten, genau wie ich auch übrigens, Flo Simbeck auf Instagram. Und da versuche ich dann immer so auch quasi, ich habe den Typ mit dem Monokel nicht fotografieren können, aber mein Hotel habe ich hier geknipst, genau, falls euch langweilig ist. Danke an meine Supporter auf Patreon. Ich habe euch jetzt schon genannt. Alexander van Laak, Ben Schlimbeck, Douglas Stahl und natürlich mein Schlimmpresario. Vielen, vielen Dank an meinen Mega-Unterstützer. Der bekommt eine Fanfare hier. Vielen Dank an Dennis Place. Danke, Dennis. Danke an deinen Place. Nee, der heißt wirklich Place mit Nachnamen. Okay, also Place wieder Platz. Und ja, das war's schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns auf bei der komischen Nacht heute Abend in Paderborn oder morgen Abend in Münster oder übermorgen in, da ist keine komische Nacht, da teile ich mir mit Jochen Prang einen Abend. Jeder von uns spielt ungefähr 45 Minuten in der Nähe von Wiesbaden in Taunusstein. Genau, nördlich von Wiesbaden in Taunusstein. Und danach fahre ich dann noch weiter nach Heidelberg, nee, nach Mannheim. Genau, und penne dort im Seven Days Hotel. Vielen, vielen Dank. Macht mir einen coolen Deal. Seven Days, geiles Hotel. Genau, das war's. Nächste Woche ist wieder Comedy Lounge. Ach ja, genau, was wollte ich noch erzählen? Eine Sache war noch spannend. Ich habe beim Starkbieranstich im Schongauer Brauhaus habe ich Comedy gemacht. Und da saß der Bürgermeister von Schongau in der ersten Reihe und es ist der ältere Bruder von Jan van Weide. Leute, so geil. Falk, der heißt nicht van Weide, die heißen eigentlich mit Nachnamen anders. Und zwar Sleutermann von der Langen Weide, kann es sein? Auf jeden Fall, der ist da Bürgermeister in Schongau. Wie geil ist das denn? Jan van Weide, wenn ich weiß, wer es ist, was labert der von Jan van Weide? Wer ist das? Muss man den kennen? Ja, den muss man kennen. Der ist Stand-Up-Comedian und zwar ein ziemlich guter. Nebenbei ist er auch noch Synchronsprecher. Und wer früher viel Sturm der Liebe geguckt hat, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, ich glaube, der war bei Sturm der Liebe dabei, das war der, wie sagt man, Bellboy, der Liftjunge, der Page, genau, richtig. So ein Dude, der sieht fast aus, das haben mir bestimmt schon viele Leute gesagt, wie Ryan Reynolds. Und sein Bruder sieht aus wie,
Was ist da passiert? So, weißt du, wenn die Gene in der Familie so komplett auseinandergehen, der eine bekommt alles Gute und der andere so, was haben wir denn noch? Was liegt denn hier noch rum? Ach ja, da. Nee, Quatsch. Es sieht auch der Bürgermeister von Schongau sieht auch humanoid aus. Ist vor allem ein super lustiger Typ. Und hat sich kaputt gelacht, hat sich auch ordentlich einen Tee gekippt an dem Abend. Und das Geile war, direkt neben ihm saß der Thomas Goppel, in Bayern kennt man ihn vielleicht noch, ehemaliger Staatsminister. Sein Vater war bayerischer Ministerpräsident, genau. Und zwar vor Franz Josef Strauß war der Ministerpräsident von Bayern, ich glaube irgendwann. Ab wann war Franz Josef Strauß? 1982, glaube ich. Kann es sein? Ich rede hier keinen Scheiß. 86 ist er, glaube ich, gestorben. Oder 78 bis 86. Nee, 8, 8, ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Goppel war davor, glaube ich, 12 Jahre Ministerpräsident. Und es ist dann lustig. Und dann sitzt dieser ehemalige Staatsminister, also sein Sohn, sitzt da in der ersten Reihe und muss sich meine Pimmelwitze anhören. Nee, ich habe ja keine Pimmelwitze, aber Hundekackewitze und alles Mögliche. Und du siehst halt, wie der Typ sich halt windet. Und hin und wieder sehe ich, wie er so lacht und so die Hand in sein Gesicht in der Hand verbirgt und so. Ey, der musste sich über eine Stunde meiner Jokes anhören und ich habe immer geguckt und er hat gelacht, es war alles gut. Ich meine, er ist ja schon ein älterer Herr, ne? Aber ich habe ihn gekriegt und war ich. Ja, der kann auch nicht aufstehen und gehen, ne? Das ist ja dann auf jeden Fall sofort ein Problem. Herr Minister, der ist gegangen. Also so gesehen, vielen Dank, Herr Goppel, dass Sie nicht gegangen sind. Genau, aber es war ein rundum lustiger Abend. Michi Marchner hat die Fastenpredigt gehalten. Der Bruder Michael war auch ganz cool. Und genau, das war's. Das war mein Auftritt im Schongauer Brauhaus zum Starkbieranstich. Und es hat funktioniert. Es war, ich habe ja schon mal gesagt, Karneval oder Starkbier oder so Bierzelt ist immer eine schwierige Atmosphäre für Comedy. Aber an dem Abend waren ungefähr 120 Leute, der Saal war proppevoll, hat super funktioniert, alle hatten Spaß, alle hatten einen geilen Abend. Und genauso werde ich es heute Abend wieder machen, bei der komischen Nacht in Paderborn, übermorgen in Münster und dann ballern wir nochmal in Taunusstein, Jochen und ich. Und dann gehen wir ins Wochenende, habe ich einen Tag Pause und dann geht es schon wieder los mit der Comedy Lounge. Ich habe übrigens die Comedy Lounge-Seite jetzt perfekt. Jetzt ist die Domain übertragen. Es steht da nicht mehr Florian Simbeck Wix-Seite oben, sondern da steht jetzt comedylounge.de. Geht mal auf die Seite, dann seht ihr, wo es überall Comedy Lounges gibt. Es gibt welche in Greiz, es gibt welche in Magdeburg, es gibt welche in Chemnitz. Die machen Thomas Kornmeier, Andy Sauerwein, der macht auch in Würzburg und Schweinfurt. Und meine eben in Augsburg, Ingolstadt, Dachau, Schongau, Altenau, ja, das wird auch sehr schön. Was habe ich vergessen? Eichach noch, genau. Da bin ich jetzt dann in den nächsten Tagen, bin ich da unterwegs mit Hani Hu, mit Jamie Witzbicki, mit wer ist denn noch dabei? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Auf jeden Fall, tolle Comedians werden am Start sein. Wie immer ein gutes Paket. Ich habe noch, genau, Claudia Sadlow ist noch mit dabei aus Österreich. Und für einen Tag, genau, nach Augsburg kommt noch Tobi Freudenthal. Nein, doch, nein. Wirklich? Tobi Freudenthal? Nein, Moment. Mit wem habe ich geschrieben? Doch, ich glaube, der kommt nach Augsburg. Oder labe ich hier Scheiße? Jetzt gucke ich mal ganz kurz in meinen Kalender. Ich hoffe, dass die Aufnahme nicht abbricht. Jamie Witzbicki, um 26. März Ingolstadt. Ach, Schongau, ne? Samstag, Augsburg im Jazzclub. Hier? Nein, Entschuldigung. Da sitzt Tobi Freudenthal, der übrigens einen super Podcast macht, mit Jan van Weide zu Hause und denkt sich, nö, was, was, Flo, was, Scheiße, ich muss den Kalender gucken, weil so verstrahlt sind wir Comedians. Nein, Matthias Hayes kommt. Ja, da freue ich mich. Oh, vor allem die Augsburger. Leute, ihr Augsburger, ihr seid teilweise so verschlafen, es ist unfassbar. Kommt mal aus euch raus. Aber Matthias Hayes wird euch das Lachen schon lehren. Und Samet Varuk kommt auch. 5 Tage in Folge. Da freue ich mich ganz besonders. Samet Varuk und Jamie Witzbicki kommen beide aus Köln. Claudia Sadlow aus Österreich. Matthias Hayes aus Mannheim. Und genau, Hani Hu aus
Garmisch-Partenkirchen. Das war's, Leute. Das ist der Podcast, das ist der Schlimmbecks Podcast für heute Mittwoch, den 20. Dingsbums, 20. März. Wenn ihr diesen Podcast irgendwann im Jahr, im 24. Jahrhundert in einer Time-Kapsel gefunden habt, es waren die Tage kurz vor dem versuchten Brexit, die Tage vor, ja, als es die Menschheit noch gab. Da saß ich hier in einem Miniatur Burj Khalifa an der Nordseeküste, blickte über die Hafenlandschaft von Bremerhaven und habe euch erzählt, dass ich mit einem Perplexus-Ball unheimlich, dass es sich mit dem unheimlich schlecht kacken lässt. Legt euch Witzbücher aufs Klo, denkt an mich, wenn ihr beim Lachen kackt oder lieber beim Kacken lachen als beim Lachen kacken. Das ist mein Spruch für die Woche. Kommt gut ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Schlimmbecks Podcast. Ciao.